Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem heutigen Meisterschaftsspiel gegen den SV Darmstadt 98. Endstand vor 7.254 Zuschauer hier im BWT-Stadion am Hartwald. 0:4. Ich darf beide Trainer recht herzlich begrüßen. Thorsten Lieberknecht von den Lilien und unseren Coach Alois Schwarz. Thorsten, dem Gast gebührt das erste Wort. Bitte schön. Ja, hallo zusammen. Also, wir hatten eben die Situation, dass wir vor dem Spiel wir wussten, dass wir Marvin Melem ersetzen mussten, eine Zehnerposition. Wir mussten Matze Bade dann unter der Woche ersetzt mit Frank Ronstadt. Das war, glaube ich, klar. Das andere, was war, dass wir gesagt haben, wir wollen ein bisschen heute gegen Sandhausen die Grundordnung verändern, um da hoffentlich eben in den entscheidenden Momenten da zu sein. Ich glaube, man hat gesehen, dass wir heute gegen Sandhausen verloren haben, wo das Ergebnis des tatsächlichen Spiels nicht widerspiegelt, aus meiner Sicht. Wir hatten die glückliche Situation nach unserer effizienten Spielart, gerade nach dem 1-0, dass Eswein fast postwendes 1-1 gemacht hätte mit einer Aktion, die wir auch vorher besprochen haben, frühe Halbfeldflanken hinter die Kette, wie es in Bielefeld eben halt auch passiert ist und dort Sandhausen dann die Tore geschossen hat. Da hatten wir das Glück auf unserer Seite und wir waren halt sehr effizient und waren trotzdem, und das muss ich sagen, also da ziehe ich wirklich den Hut davor, dass wir es geschafft haben heute, unser tägliches Brot, und es ist eben hier Meisterschaftsspiele zu bestreiten, mit einer unglaublichen Leidenschaft, glaube ich, gezeigt haben. Also jeder auf dem Platz, und da gab es eine Szene im zweiten Halbzeit, als Sandhausen dann mit Gadoui noch nachgelegt hatte, wo wir dann im 16er mit allen Mann versucht haben, Bälle zu blocken. Und das war das, was ich mir heute gewünscht habe, dass wir neben der taktischen Ordnung mit den Ideen, die wir da versucht haben reinzubringen, dass sie das umgesetzt haben und dann vor allen Dingen, wie gesagt, dass sie heute den Fokus gelegt haben. Und so stelle ich mir das in den Meisterschaftsspielen vor. Deswegen sind wir froh, dass wir hier gewonnen haben, weil wir hatten schon großen Respekt, weil du gesehen hast, dass Alois es wieder geschafft hat, eine Mannschaft hier zu formen, die mehr als nur den Abstiegskampf annimmt, sondern auch bestehen wird. Und deswegen wünsche ich euch und dir, Alois, für die nächsten Spiele alles, alles Gute, dass ihr eure Ziele erreicht. Danke. Thorsten, danke. Hallo. Ja, danke Thorsten. Glückwunsch Thorsten, Glückwunsch Darmstadt 98. Ja, der Thorsten hat so ein bisschen vorweggenommen. Auch wir mussten natürlich leider heute Morgen eine bittere Pille mitnehmen, dass Merville Papela, die ein Sinnesmosebandriss hat und ausfällt, der Junge. Tut mir richtig leid. Hat uns richtig viel Energie gegeben. Da auf dem Weg auch alles Gute. Ja, wenn eine Mannschaft auftritt, die 17 Mal vorher nicht verloren hat und kriegt so einen Standard, ich sage auch ein bisschen sehr, sehr gut getretener Eckball, aber ein Geschenk, weil wir da auch den Kopf wegziehen, glaube ich, und der Paddy hat da überhaupt keine Möglichkeit und geht dann so ins Spiel rein, dann ist natürlich, spielt es natürlich auch dem Tabellenführer in die Karten. Wir haben uns aber relativ schnell gefangen, haben auch dann ein bisschen Spielkontrolle gehabt und wie Thorsten sagt, hätten wir fast das 1-1 gemacht. Dann war, glaube ich, auch noch irgendwo geklärt auf der Linie in der ersten Halbzeit, wo wir die Möglichkeit vielleicht hatten. Aber mit der zweiten guten Möglichkeit, aber auch ein bisschen naiv verteidigt von uns hinten, macht dann Darmstadt gleich das 2-0. Und dann ist natürlich schwer. Wir wollten das Spiel offen gestalten, haben wir es eigentlich auch. Wir haben, wenn man die Statistik sieht, viele Abschlüsse gehabt, also 17 Torabschlüsse. Was da jetzt alles reinzählt, weiß ich nicht, aber wir haben schon versucht, dann aufs Tor zu spielen. Aber dann machen wir wieder einen Fehler, rücken hinten raus, ohne rauszurücken zu müssen, machen das Spiel schnell. Und Darmstadt nutzt das natürlich eiskalt aus und dann war das Spiel eigentlich soweit gegessen. Ja. 4-0 hört sich brutal an, muss ich auch sagen, weil so deutlich war das Spiel insgesamt nicht. Aber wenn man oben steht und so effektiv ist, und das hat Darmstadt, und dann wünsche ich euch auch alles Gute für den Weg, den ihr gehen wollt, dass ihr ihn auch schafft. Und wir müssen natürlich das erstmal kurz schlucken, aber Dienstag geht schon weiter im DFB-Pokal und mal schauen, was wir da draus machen. Hallo, danke. Kommen wir zu den Fragen der Kollegen. Für alle, die aus Darmstadt oder Umgebung kommen, bitte kurz Name und Medium, damit die Kollegen wissen, beziehungsweise die Zuschauer, wer dran ist. Mikro liegt hier vorne. Erste Frage, bitteschön.
Ist an. Ja. Okay, ich bin zu hören. Also ja, hallo Thorsten, Glückwunsch zum Sieg. Ich habe eine Frage nach... Hat geklappt. Hat kurz geklappt. Name und Medium, danke. Super. Stefan Köhnlein, Kicker und Lilian Block, Entschuldigung. Ja, ich habe Fragen zu ein paar Namen, also ein paar Sätze oder ein paar Worte auf jeden Fall zu Matthias Honsack, müsstest du, glaube ich, trotz allem sagen, oder? Das ist so ein unglaubliches Comeback für ihn heute gewesen, oder? Startelf-Comeback. Ja, klar, ich meine... Er hat eine gute Vorbereitung gehabt, er hat sich dort sehr stabil gezeigt, er ist ein Gefühl der Neuzugang gewesen, wir wissen eben halt auch, welche physischen Qualitäten er mitbringt und das war heute eben halt ein Punkt, den wir mit ins Spiel reinbringen wollten. Ja, es gab schon noch andere Möglichkeiten, eventuell den Vorzug einem anderen Spieler zu geben, aber wir wollten unbedingt seine Schnelligkeit auf dem Platz haben und dass er natürlich so ins Spiel reinfindet, fand er ist direkt gut reingekommen mit ab der ersten Minute, als er links dann Bälle weitergeleitet hatte, nachgegangen ist. Das freut uns und freut mich natürlich wahnsinnig für ihn, weil er, wie gesagt, eine Leidenszeit jetzt hinter sich hatte und ein Gefühl der Neuzugang, der dann so einschlägt mit zwei Toren. Das freut uns und war mit wegweisend eben, dass wir neben der Effizienz eben dieses Spiel gewonnen haben. Fabian Schnellhardt, hast du zur Pause in der Kabine gelassen? Was war da der ausschlaggebende Grund dafür? Gut, Fabian hat die gelbe Karte auf sich nehmen müssen oder hat er die gelbe Karte gezogen und du hast gemerkt, er war heute jetzt nicht ganz so im Spiel, wie wir es uns gewünscht hätten. Er war so ein bisschen, ja, ein, zwei Situationen gehabt zu Beginn, wo er den Ball sehr lange hält und so, was eigentlich seine Qualität ist, aber er war nicht so richtig im Spiel drin, deswegen haben wir dann gesagt, wir wollen in der Halbzeit wechseln, eben halt auch wegen der gelben Karte, weil in so einem intensiven Spiel kann es ja dann passieren, dass vielleicht ein Trikot gezogen wird oder und dann muss er runter mit Gelb-Rot. Das wollten wir vermeiden. Und letzter Name, Paddy Pfeiffer, hast du eingewechselt zur Pause und dann kurz vor Schluss nochmal wieder rausgenommen. Gab es da einen Grund dafür? Ja, das ist der Wermutstropfen heute. So wie es aussieht, hat sich eine muskuläre Verletzung zugezogen. Das ist der Wermutstropfen heute, den wir schlucken müssen. Leider, weil, wie gesagt, er hat auch dann, Präsident hat es auch gerade eben gesagt, hat halt diese Präsenz gezeigt, die ihn halt auszeichnet. Da musste ich ihm recht geben, dem Präsident heute mal, dass er da wirklich ein gutes Auge bewiesen hat. Heute mal. Weitere Fragen? Marco Büsselmann, Headline 24. Marcel Mehlem wurde ja heute so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Wie hat er sich bei seinem Debüt geschlagen? Für ihn war es auch nicht einfach, aber dadurch, dass wir den Meier setzen mussten und der Cello eine ähnliche Spielweise hat, haben wir das eigentlich 1-1 ersetzt und ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Debüt von ihm gewesen. Ja, leider mit einem 0-4. Ich denke, es gibt keine weiteren Fragen, sehe ich zumindest nicht. Dann, ja, den Gästen eine gute, auch kurze Heimfahrt. Alles Gute nächste Woche. Wir spielen am selben Tag wie hier zu Hause gegen SC Freiburg. 18 Uhr am Dienstag im DFB-Pokal-Achtelfinale. Die Darmstädter treten bei der Eintracht in Frankfurt an. Auch dazu alles Gute, allen Zuschauern guten Heimweg und bis Dienstag. Tschüss zusammen.